In Frankreich hat die Regierung einen Gesetzesvorschlag zur Sterbehilfe vorgestellt. Dieser erlaubt unheilbar Kranken, ihr Leben zu beenden und sich dabei helfen zu lassen. Es gelten aber weiterhin strikte Regeln, die von Ärzten überprüft werden, wie Gesundheitsministerin Catherine Vautrin erklärt. Le premier, c'est d'être majeur. Le second, c'est de résider en France ou d'être de nationalité française. Et trois conditions qui, elles, feront l'objet d'un examen par un médecin. Ces trois conditions, c'est d'être atteint d'affections graves et incurables. Grave parce que le pronostic vital est engagé. Incurable parce que la maladie ne peut pas se soigner. Der Gesetzesvorschlag wird jetzt im Parlament in Paris beraten. Bisher reisen viele Menschen aus Frankreich in andere EU-Staaten wie Belgien, Luxemburg oder Spanien, wo aktive Sterbehilfe erlaubt ist.